Ja, soweit die Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und der Bundeskanzlerin. Bei mir im Studio begrüße ich Rudolf Ressler. Sie waren mal als Botschafter in Israel. Wenn Sie diese Pressekonferenz jetzt gehört haben, Netanjahu hat sozusagen das Kernproblem verengt auf die Frage nach dem Existenzrecht. Und er sagt, der Iran würde Israel dieses Existenzrecht aberkennen. Kann man es so einengen? Wie haben Sie es gesehen in dieser Pressekonferenz? Wo liegt denn möglicherweise der Punkt, an dem man Netanjahu einfach klar widersprechen müsste? Also wenn ich sehr höflich formuliere, sage ich, an dem eigentlichen Problem hat Herr Netanjahu vorbeigeredet. An dem Konfliktpotenzial zwischen den europäischen Staaten von Israel und jetzt auch den Vereinigten Staaten. Und zu der europäischen Position kommt hinzu noch die russische, die japanische und chinesische. Das heißt, es geht darum, dass wir in diesem Deal, in dem Abkommen mit Iran verhindern wollen, dass der Iran nuklear aufrüsten kann. In diesem Konzept selbst ist nicht die Rede davon, dass der Iran nicht konventionell aufrüstet oder aufrüsten darf. Und nun sagt Herr Netanjahu, geschickt muss ich sagen, es geht darum, keine nicht nukleare, aber gleichwohl militärische Front im Norden von Israel gegenüber dem israelischen Grenzgebiet und damit der Bevölkerung einzunehmen. Da wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überhaupt keinen Widerspruch aus Europa, aus Deutschland, aus USA oder aus Frankreich und Großbritannien erfahren. Entscheidend ist, dass er glaubt, wir hätten diesen Deal mit dem Iran in Sachen Nuklear nicht machen dürfen. Und wir sagen, das sind zwei Paar Stiefel. Wir wollen jetzt diesen Deal machen. Und indem wir diesen geschaffen haben, verhandeln wir weiter, damit der nicht-nukleare Aufrüstungsteil auch weiterhin keine Bedrohung gegenüber Israel ausmacht. Und da sehe ich überhaupt keine Probleme. Nun ist ja der mühsam über Jahre ausgehandelte Iran-Deal, wie er genannt wurde, durch Trumps Ausstieg mehr oder weniger desolat geplatzt. Na, so sicher bin ich da nicht. Wir müssen wissen, hinter diesem Deal steht nicht nur die europäische Einheitsfront, wenn Sie so wollen, alle Staaten, 27, sondern Russland befürwortet es, Japan und auch China befürworten es. Das heißt, alleine stehen nicht die Europäer, sondern alleine steht Israel mit den Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht, ob Herr Netanjahu nun an eine achtjährige Amtszeit von Trump glaubt, sozusagen in seiner noch Regierungstätigkeit es leichter zu haben, innenpolitisch Mehrheiten zu bekommen über diesen harten Weg. Das kann sein, weiß ich aber nicht. Das ist jetzt eine Unterstellung. Entscheidend ist nur für mich eine Frage. Es gibt in Wahrheit gar keinen Widerspruch. Das hat auch die Pressekonferenz deutlich gemacht. Er redet nicht mehr über den nuklearen Deal, sondern er redet über einen nicht-nuklearen, israelisch gegenüber Israel durch den Iran formiertes militärisches Aufrüstungsprogramm. Und da braucht er doch überhaupt nicht warten, dass er deutsche oder europäische Unterstützung bekommt. Sagt Rudolf Ressler, früherer deutscher Botschafter in Israel. Vielen Dank für dieses Gespräch.